Tag 4 der Berliner Weiße Tour führt uns nach Estland und die Experten wissen genau, es geht um Tanker Brewing, was die da zusammengebraut haben, was das mit Berliner Weiße zu tun hat. Darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt richtig Lust auf das heutige Berliner Weiße Video. Ich beschäftige mich ja die Woche im zweiten Video des Tages immer mit dem Berliner Weiße Bierstil. Und heute verlassen wir das erste Mal die Berliner Stadtgrenzen und gehen richtig weit in den Osten nach Estland. Und da ist Tanker Brewing zu Hause. Und die kennt man vorzugsweise für stark gehopfte IPAs, aber auch für schöne Sauerbiere. Und hier in dem Fall ist es jetzt, und man kann es da unten sehen, eine Blueberry Berliner Weiße Freedom to Roam. Freiheit zu brüllen, würde ich sagen, oder die Freiheit mal laut aufzuschreien. Und bin mal gespannt, ob das ein Glücksaufschrei wird. 4,4 Volumenprozent Alkohol, 5 Bittereinheiten und 6 bis 8 Grad, glaube ich, habe ich hier das Bier hingebracht. Jetzt schauen wir mal, was da alles drin ist. Steht in Tausenden von... da ist es auf Deutsch. Gerstenmalz, Hefe, Weizenmalz, Blaubeeren und Hopfen und Wasser sind da drin. Das ist ein insofern ganz interessant. Erstmal das Dosendesign. Da sollen wir Pau Pau Design loben dafür. Ich glaube, das sind estnische Designer, die haben das richtig schön gemacht. Und hopfenseitig ist Vic Secret zum Einsatz gekommen. Weizenmalz, Gerstenmalz, habt ihr schon gehört. Und Hefe ist eine norwegische Quäkhefe, also auch eine Farmhouse-Hefe, aber eben aus norwegischen Ländern. Das wisst ihr ja, das ist diese Geschichte mit den mindestens 3 verschiedenen Stämmen und riesig kompliziert. Aber die sind auch dafür bekannt, durchaus die ein oder andere spannende Fruchtnote mit reinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt so die Hardcore-Berliner Weiße Fraktion das sehen würde, dass da Quäkhefe zum Einsatz gekommen ist. Sie schreiben Berliner Weiße drauf und ich würde mal sagen, wir betrachten das jetzt erstmal als Berliner Weiße. Ich weiß auch, dass alles, was nicht innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin gebraut worden ist, eigentlich geschützte geografische Bezeichnung ist und eigentlich nicht Berliner Weiße heißen darf, aber in den USA und im Osten interessiert das, glaube ich, niemanden. Und von daher findet man dann auch immer Berliner Weiße Biere bzw. Berliner Weiße Style heißt es dann. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und ich erwarte jetzt, liebe Freunde, heieiei. Also aromatisch wird das jetzt ein richtiger Kracher werden. Und auch optisch ein echtes Leckerchen. Das schaut aus wie ein schöner Rotwein. Wenn der pinke Schaum nicht oben drauf wäre, 2 Finger breit, schauen wir mal, wie lang der hält. Aber schön fein und haftet auch halbwegs. Aber er verchüsst sich schon so langsam, aber sicher. Also Sauerbier typisch, keine große Schaumstabilität. Gleichmäßige Trübung unten drin. Und das könnte so ein leichter Rotwein bzw. ein schwerer Roséwein sein. Das ist eine kräftige Blaubeernote. So richtig so diese Waldheidelbeeren. Bisschen Zitrusfrucht mit am Start. Schöne leichte Säure in der Nase. Freunde, das wird Spaß machen. In diesem Sinne, cheers. Granate. Freunde. Vielleicht mal als erstes, es ist gar nicht so sauer. Also da waren bisher die Berliner Weißen, die wir bis sonst gehabt haben, waren deutlich saurer gewesen. Aber es hat, wie gesagt, eine schöne Säure mit dabei. Schöne Weißweinnoten, lustigerweise. Hat so eine bisschen leichte Trockenheit über den Weißwein. Süßliches Biskuitmalz, das finde ich sehr spannend. Und dann auf der Fruchtseite überraschenderweise Zitrusfrucht und eben Blaubeeren bzw. so Heidelbeere. Ein wahnsinnig schlankes, spritziges, erfrischendes Bier. Es ist harte Konkurrenz für meinen Favoriten von gestern, aber ich glaube,
Ich ordne das vielleicht aufgrund der fehlenden Säure oder zumindest der doch etwas reduzierten Säure nochmal im Augenblick auf den zweiten Platz ein. Aber das ist schon sehr spannend, was sie da gemacht haben. Und ob das jetzt ein Sour Ale ist oder ob das jetzt ein Berliner Weißes Style mit Frucht ist, pff, Leute, also das ist dann am Ende des Tages irgendwo auch eine Glaubensfrage. Und an der will ich mich dann gar nicht beteiligen. Aber richtig gut gemachtes Bier. Schöne Fruchtnoten. Und es wird, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, es wird hinten wirklich ein bisschen astringierend. Es kommt eine angenehme Säure rein, die eben durch diese astringierende Wirkung von dem Bier noch ein bisschen verstärkt wird. Leichte Bittere. Vic Secret als Hopfen drin macht sich eher über diese Weißweinnote vielleicht ein bisschen bemerkbar. Und ansonsten einfach irrsinnig fruchtig und auch wieder so ein Bier, wo ich sage, das kannst du auch mal jemand geben, der mit Sauerbier nichts am Hut hat und einfach sagen, hey, erfrischendes Kaltgetränk, find mal raus, was das ist. Und ich glaube, da wird sich der eine oder andere echt schwer tun, rauszufinden, dass das eine Berliner Weiße ist, weil es einfach so außergewöhnlich ist. Und deshalb gibt es für das Tanker Freedom to Roam, Blueberry Berliner Weiße aus Estland von Probier TV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Tanker Freedom to Roam, Berliner Weiße aus Estland. Und wenn ihr, wie gesagt, andere Berliner Weiße kennt, die ich nochmal versuchen sollte, wird nicht im Rahmen dieser Woche mehr klappen, aber vielleicht demnächst dann die eine oder andere Berliner Weiße ja mal hier einstreuen kann. Es kommt ja der Sommer und da passt ja perfekt. Dann lasst mir eine Notiz da bei YouTube, Facebook, Instagram oder auch im Blog. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin raus, freue mich jetzt auf mein Abendessen und sage danke fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Wir sehen uns morgen wieder mit einem normalen Bier und einer Berliner Weiße. Und seid mal gespannt, was das sein wird. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus. Prost und Ahoi. Cheers.